englischen Wochen gesprochen hat. Hammer Talent and the Drug Free Orchestra. Ein Sensationsprogramm haben wir heute für Sie wieder vorbereitet. Man muss vorsichtig sein mit solchen Begriffen, wenn es sich gar um Superlative handeln sollte. Wie ist die Stufe unter dem Superlativ? Geht so. Ach so, der Komparativ. Der Komparativ. Und die Basis ist der? Nominativ? Geht so? Bitte? Nominativ? Gibt es überhaupt einen Ausdruck? Ja, klar. Gut, besser, am besten. Der Ausgangspunkt ist immer das Adverb. Wie sieht es mit Ihnen aus, meine Damen und Herren? Heißt das Nominativ die Grundform? Nein, Nominativ ist doch ein Fall. Ja, ist ein Nominativ, Fall. Genitiv, ja. Dativ, Akkusativ, Ablativ, Vokativ. Danke, Sven. Weißt du das, Helmut? Ich meine auch, das wäre das Adverb alleine. Aber was Manuel gerade sagt, ist natürlich nur in Latein so. Bitte? Ablativ und Vokativ gibt es ja nur im Lateinischen. Ja, aber das ist was anderes. Ja, aber Nominativ gibt es. Weiß das von Ihnen auch keiner? Komparativ, Superlativ und wie heißt die Grundform? Positiv. Positiv. Der Positiv. Unser Publikum hier, Sie wissen alles. Super. Alles. Alles. Der Positiv, der Komparativ und der Superlativ. Im Grunde machen wir die Sendung hier nicht, damit wir Sie unterhalten, sondern damit wir was lernen. Ja, klar. Wir hier. Heute ist es soweit, meine Damen und Herren. Am 10. Oktober vergangenen Jahres war bei uns Monsieur Christian Bonnet zu Gast. Der letzte Egaiste, der letzte Künstler, der mit Schildpatt in Frankreich arbeiten darf. Sie wissen, Schildpatt kommt von einer Schildkröte, nämlich genau von der Carette-Schildkröte, die so aussieht. Und diese Schildkröte steht selbstverständlich unter Naturschutz. Das heißt, sogar. Unter Artenschutz. Ja. Das heißt, man darf diese Schildkröte nicht mehr töten. Genau. Es sei denn von anderen Tieren, die davon nichts wissen. Ja. Ja, aber der Mensch darf die Schildkröte nicht mehr töten. Aus diesem Panzer wurde das begehrte Schildpatt gefertigt. Und das ist nicht mehr erlaubt. In Deutschland sowieso komplett verboten. Ja. In Frankreich hat nur noch Monsieur Bonnet die Erlaubnis, damit zu arbeiten. Weil er zum einen zum Glück Tonnen von Schildpatt aus der Zeit noch im Keller hat, als es noch erlaubt war. Ja? Und zum anderen ist er Künstler. Le Président de la République. François Mitterrand. Hat ihm persönlich die Erlaubnis gegeben, ich glaube, der Kulturminister hat ihm die Erklärung gegeben, er ist Künstler und darf aus künstlerischen Gründen weiter mit dem noch vorhandenen Schildpatt arbeiten, es darf nicht mehr neu genommen werden. Und aus diesem Schildpatt hat mir Monsieur Bonnet am 10. Oktober eine Schildpattbrille maß angepasst, hier in der Sendung. Und jetzt ist sie fertig, so lange dauert das. Ja. Ja? Und das Schöne ist, ich bin auf diese Idee gekommen, weil ich gesagt habe, ich brauche eigentlich so eine Brille wie Aristoteles Onassis. Genau. Ja, der sympathische Großredner. Ja, der sympathische, nicht weil ich vorhabe, eine US-Präsidentenwitwe zu heiraten oder so, nein, sondern einfach aus dem Grund, weil man sagt, mir hat diese Brille immer gefallen und es gab diese Brille nie. Ich habe sie nie irgendwo gesehen. In Nürtingen gab es sie nicht, ja, nirgends. Und wir haben recherchiert und festgestellt, der Vater von Monsieur Bonnet hat diese Brille angefertigt und der Sohn Monsieur Bonnet, der heute hier sein wird, um den letzten Schliff vorzunehmen, hat diese Brille angefertigt. Und wie das Leben so spielt. Nicht nur tun wir etwas Gutes für das gepeinigte griechische Volk, das sehr unter dem Film My Big Fat Greek Wedding zu leiden hat, sondern heute erhält die Enkelin von Aristoteles Onassis, Athena Onassis, ein Erbe in der Höhe von geschätzten 3 Milliarden Dollar. 18 Jahre alt. 3 Milliarden Dollar. Und an diesem Tag kann ich mir doch eine Brille wie der Opa machen lassen. Na klar. Oder? Das ist doch eine schöne Geste. Ja. Und sie ist bescheiden, Athena. Ich habe es gelesen. Sie lebt in der Schweiz. Ja? Und sie möchte diese 3 Milliarden, also weitgehend auf Festgeld. Sehr vernünftig. Ja? Gibt eh nicht, gibt 2,7. Das könnte ich mal ausrechnen. Haben wir einen Rechen, haben wir einen Taschenrechner da? Also das rechne ich noch im Kopf. Ja. Sagen wir mal, bei 3 Milliarden macht selbst irgendwie eine knickrige Bank 3% Festgeld. 3% kriegst du auf jeden Fall. Na, so sicher ist das nicht zurzeit. Absolute Dumpingzinsen. Sagen wir 3%. Okay. 3 mal 2,7 sind 1,8. Ja? Wieso 2,7? 3 Milliarden? Ach so, 3 Milliarden. Ich dachte, das war richtig. Also 3% mal 3 Milliarden sind 9. Und 1% von 3 Milliarden sind 30 Millionen.
Genau. Das heißt 90 Millionen Dollar Zinsen pro Jahr. Das heißt, sie kann eine ganze Weile davon leben, ohne ans Festgeld zu müssen. Ja, genau. Ja. Und ihr einziger Wunsch ist, Athina Onassis, habe ich gelesen, für 40 Millionen Dollar eine Pferdezucht aufbauen. 40 Millionen? Ja, das klingt teuer, aber wenn du 3 Milliarden erbst, ist das ein relativ bescheidener Wunsch, oder? Das ist richtig. Ich meine, die junge Dame hat es ja auch nie einfach. Bodyguards und ständig unter Kontrolle und Neider, wohin man schaut. Ja? Und wie gesagt, als kleiner Gruß nach Griechenland an die Heimat eines Aristoteles Onassis, diese Brille, die nachher hier sehen Sie die Requisiten, ja? Eine Schüssel Wasser und eine Kerze. Das werden viele beim Optiker schon lange nicht mehr gesehen haben. Aber wenn Sie eine Schildpattbrille brauchen, dann... Die war auch gar nicht so teuer, ne? Wie teuer war die jetzt? Die Brille, ich habe nicht die teuerste genommen. Was mich jetzt ärgert, es ist so ein sozialdemokratisches Ortsvereindenken in mir durchgebrochen. Ja? Plötzlich habe ich mir gedacht, ich möchte mich dafür entschuldigen, das kommt nicht wieder vor. Ja? Das war wirklich so, ich saß da und dachte draußen, Wirtschaftskrise, wir hatten glaube ich noch keinen, doch wir hatten schon einen Superminister zu diesem Zeitpunkt, ja. Aber es war irgendwie Kassenbeiträge und Unsicherheit, dachte ich mir, haue ich nicht auf den Putz, ja. Heute würde ich die Brille für 10.000 Euro nehmen. Welche hast du jetzt? Für 2.500 Euro das Gestell, nur das Gestell. Hast du schon bezahlt? Ja, ich bin ja Privatpatient, das reiche ich jetzt ein bei meiner Kasse. Oder? 2.500 Euro. Es ist so ein armseliges Angebiedere an das Publikum. Unser Publikum wünscht das nicht, dass wir uns so ortsvereinmäßig geben, so verlogen. Ja, aber Onassis hatte auch 40 Brillen, du kannst ja noch ein paar bestellen. Ja, das ist die Einsteigerbrille sozusagen. Nein. Ja, die Einsteigerbrille. Aber das, was ich gemacht habe, ist sozusagen wie wenn du im A8 an das Gemeindehaus fährst, aussteigst und die letzten Meter zu Fuß gehst, weißt du, als SPD-Wahlkämpfer oder so. Nein, reinfahren im Bentley in die Halle, aus dem Auto mit dem Megafon sagen, wählt Sigmar Gabriel, das ist die, oder? Nicht dieses, ich bin auch einer von euch, wer will das schon? Wer will schon so sein wie man selbst? Nein, man will ein Idol wählen. Aus diesem Grund wählen alle Roland Koch. Ja, genau. Zum Beispiel. Und Christian Wulff. Mr. Powerman. My big fat Greek Hannover. Ich bin mal gespannt, wie die Wahl ausgeht am 2. Februar. Wie, weißt du, wie der Schlachtruf von Wulff, Christian Wulff ist? Nein. Auf den Plakaten? Wulff. Wulff? Wulff. Ist nicht schlecht. Mit Ausrufezeichen. Wulff. Bitte? Mit Ausrufezeichen. Ja, Wulff. 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 Das ist ja gerade in Niedersachsen, wo man viel auf dem Land ist, auch Wulff. Wulff. Da fällt mir ein, auch der schöne alte Vorname Beowulf könnte mal wieder in Mode kommen, oder? Das sind so Namen. Wann gibt es mal wieder Kinder, die Heinz heißen, ja? Ja? Walter. Ja, das kommt aber, glaube ich. Über Paul kommt auch bald der Heinz wieder. Meinst du? Mhm. Ich glaube nicht, nein. Heinz. Heinz, Walter, Günther, Karl-Heinz, Eberhard, Achim. Ja, das. Ja, ja. Hä? Ja. Adi oder Achim. Ja. Ist eigentlich, wenn Sie zu Hause sich empören wollen, jetzt schon mal rein. Also, ist eigentlich der Vorname Adolf in Deutschland verboten? Nein. Oder einfach nicht besonders cool? Er ist nicht cool. Er ist nicht cool, aber verboten nicht? Ja, natürlich nicht. Man könnte also seinen Sohn Adolf taufen. Ja, selbstverständlich. Ja. Aber man würde dem Kind natürlich Schreckliches antun. Ja. Permanent müsste man es erklären, ja. Ja, man macht es aus Verehrung für zum Beispiel Adolf... Für Adolf Klawupke, der den ersten Kindergarten in meinem Dorf gebaut hat. So. Und dann natürlich auch im Ausland. Permanent. Dolf. Lundre. Adi. Heute Adi geht Dassler. Das nicht mehr. Zu Recht, bitte? Adi Dassler, aber das war natürlich aus der Zeit davor. Ja, klar. Die hießen schon Adi, bevor Adi, also Adolf kam. Ja. Das ist immer ein Unterschied, seit wann heißen Sie Adolf? Das wird man an immer mehr Hotelrezeptionen gefragt. Sie heißen Adolf seit wann? Entschuldigen Sie, dass ich mit diesem ernsten Thema Schabernack treibe. Ich war gestern hier bei meinem Optiker. Der heißt Herr Hermes. Stell dir vor. Toll. Mein Optiker heißt Herr Hermes. Und das war toll, als wir ihn Monsieur Bonnet vorgestellt haben. Hieß es, ist der Monsieur Hermes. Da war ich gleich ganz begeistert. Ja? Weil den kennt er natürlich aus Paris. Ja. So. Hermes, ein Zufall. Herr Bonnet kennt deinen Optiker? Nein, aus Herr Hermes, der Name Hermes sagt dir nichts? Ach so, ja, Mode. Ja, 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 so. Und wenn ein Franzose Hermes hört, ist er natürlich begeistert. Ja. Hermes, ursprünglich welches Volk? Grieche. Natürlich. Und Hermes war der Gott wofür? Der Gott Götterbote. Und er war auch der Gott des Wortes, daher Hermeneutik. My big fat Greek Lexikon. Jetzt rede ich schon wie dieser fette Alte in diesem Film, der andauernd sagt, woher das Wort kommt.
Ich ging zu meinem Optiker, das ist jetzt Schleichwerbung, dass ich sage, dass mein Optiker hier in Köln Hermes heißt, denn ich bekomme pro Tag 100 Brillen umsonst von ihm. Ich bekomme pro Tag 100 Brillen und 20.000 Gläser, damit ich seinen Namen in der Sendung nenne. So läuft das im Fernsehen. Wir sind dort hingegangen, denn Herr Hermes hat die Gläser gefertigt und Monsieur Bonnet hat sie dann dort mit ihm zusammen eingesetzt. Denn es ist nicht so einfach, Gläser in Schildpattgestelle einzufügen. Ja. Und falls ich übrigens wundere, warum Sie so zugekleistert aussehen, das sollte ich auch noch sagen. Da, weil Sie, wenn Sie jetzt gleich sehen und sagen, wie, läuft denn die verdammte Schwuchtel tagsüber auch geschminkt rum? Ja? Nein, ich kam bereits. Ja, das müssen wir mal erklären. Und also, guck dir mal an, die Tucke schminkt sich auch tagsüber. Ja? Man kann doch gleich nicht sehen, dass du geschminkt bist. Doch, absolut. Echt? Ich finde, ich sehe stark geschminkt aus. Ja. Okay, erzähl, wo du herkommst. Ja, ich war vormittags bei einer sogenannten Pilotsendung, wie man das nennt, ja, mit meiner lieben Freundin und Kollegin Elke Heidenreich. Geil. Die eine Sendung zum Thema Literatur im ZDF demnächst machen wird, ein 30-Jahres-Vertrag, 500 Folgen pro Jahr. Und ich war in der ersten Sendung dabei, als Gast eingeladen. Ja? Und da wird man natürlich geschminkt und sag kurz Hallo zu den 50 Leuten vom ZDF, die da mit dabei sind bei so einer Produktion. Und dann fuhr ich von dort zu Herrn Hermes, meinem Optiker. Nicht, dass Sie jetzt glauben, ich würde tagsüber Make-up auflegen. Leichtes Rouge vielleicht und ein bisschen Kajalstift. Ich bin sehr gespannt, wie die Brille aussieht, wie das Modell war, original. Und das ist Hammer Light. S'il vous plaît, Monsieur. Je suis très curieux. Il faudrait, pour bien faire la mettre au jour, pour voir ces jaspes, voir toutes ces les couleurs différentes de la lunette. Du musst gucken mit dem Licht, dass du ganz genau die unterschiedliche Farbe sehen kannst. Je nachdem. Face à une lumière, ou le jour. Je nachdem, welches Licht, sieht die Brille unterschiedlich aus. Nee, du siehst besser die Brille an die Licht. Es ist sowieso normal. Ja. Weil es ist mehr oder weniger dunkel. Ja. Genau. Je peux essayer? Ah, oh, c'est fait pour. C'est toujours un moment, voilà, très particulier. Ja, und für mich auch, weil es ist jetzt diese Situation beim Optiker, sans verre, oui. Je vois rien. Bien sûr. Und das, jetzt ist immer die Situation, wo man sagt, man muss ganz nah an den Spiegel reingehen. Da gibt es einen Spiegel. Nicht schlecht. Ich glaube, er ist sehr berührt. Berührt. Und er hat nicht verstanden, was für Gefühle du hast. Du bist pour ein moi? Bisschen zu deutsch. Du hast non, nicht genug ausgedrückt. Ja. Ich war zu deutsch? Ja, du warst non. zu deutsch. Ce sont des émotions lunaires 40 années après le traité de lycée. Ah oui, après le traité de l'Élysée. Oui. Vous avez le 40e anniversaire du traité de l'Élysée la semaine dernière. Oui. C'est beaucoup d'émotions pour M. Schmitt. Oui. Alors, plus que notre chancelier. Oui. Notre chancelier a des Kassenbrille. Was heißt Kassenbrille auf Französisch? Kassenbrille? Kassen, Caisse, à la ah, Caisse. Il a Monsieur Schröder a des Lunettes comme des Caisses. Habt ihr sowas in Frankreich, wenn ich dachte, dieses Wort suchen muss? Nein. Habt ihr keine Krankenversicherung in Frankreich? Doch. Ah, Kassen! Ja, Kasse. Ja, Kasse. Kassengestell. Ja. Monsieur le Chancelier Schröder a des Lunettes, vous savez, qu'on paye au minimum avec la. Avec les assurances, c'est-à-dire qu'il a sécurité pas... Sécurité sociale. Voilà, oui, sociale. C'est social. Et c'est... Non, pas social. Si, sécurité yeah. sociale, c'est-à-dire le minimum. Oui, minimum. Mais ça, c'est pas social. Ah, nein. Vous avez aufhören, dass ich mich nicht versetze. Comédie. Das macht schon Spaß, das Gestell anzugucken, ne? Kann ich ein bisschen anfassen? Ja, aber mach nicht kaputt. Nein. Schön. Oh, was bedeutet das? CH8, qu'est-ce que ça veut dire ça? CHB. En tant que maître d'art en France, je suis obligé de mettre un poinçon de maître sur ce que je fabrique. Et ça, c'est mon poinçon de maître, CHB, Christian Bonnet.
Es ist ein, was ist Poinçon? Das ist ein Monogramm. Ein Monogramm, weil er Meister ist. Als Künstler muss hier rein, Christian. Comme un poinçon pour l'or ou pour l'argent. Genau. Ja. Muss er machen. Und macht er gerne, glaube ich. Ja. Und vielleicht auch, wenn ich eines Tages auf einer Autobahntoilette gefunden werden sollte, kann man mich anhand dieser Brille identifizieren. Wenn deine Zähne gebrennt sind. Ja. Alors maintenant, wir müssen uns von die Gläser kümmern. Ich hoffe, dass Sie richtig große Gläser bestellt haben. Ein schön groß, ne? Riesig. C'est spectaculaire quand on voit ça en grand comme ça. Toujours. Vaut mieux pas que les clients le voient comme ça. Voilà. Les morceaux d'écaille ont bouillu dans l'eau avant d'être soudés et tout ça. Il faut que tout ça, ça s'évapore. D'accord. Monsieur Harald Schmidt a un nez très droit et la monture contre appliquée en voiture. Vous voyez, ça descend beaucoup, beaucoup maintenant. Hein. La grandeur, est-ce que ça va? C'est un verre avec un anti-reflet. Clac. Parfait. Clac, clac. Parfait. Comme ça. Du hast eine breite Kopf, glaube ich. Du bist, es ist nicht zu eng für dich? Non. C'est parfait. Allez, l'empreinte du nez là. Avec les verres, ça change déjà tout. Ah oui, c'est magnifique. C'est très bon. Monsieur Bonnet va arriver tout de suite avec Madame Nathalie. Ich bin sehr gespannt, wie das dann sozusagen in der Show montiert wird. Die Brille wird hier, das ist auch gleich für Sie ein toller Zuschauerservice, gleich noch für Sie hier im Publikum, ja, mit der Paranoid-Kamera. Ich bin sehr gespannt, die Brille wird hier an meinem Schreibtisch liegen bleiben und immer, wenn es darum geht, bedeutende aristotelische Verkündungen zu machen, sei es zum Beispiel Kürzung der Krankenkassenbeiträge und so weiter, werde ich diese Brille aufsetzen, um zu zeigen, es geht aufwärts mit dem Standort Deutschland. Die steht dir ja super, die Brille, aber du brauchst mit der Brille definitiv eine neue Frisur. Ach, das ist doch. Doch, 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 doch. Kommt das jetzt jeden Abend? Na, jetzt wart doch mal ab. Wir haben ein paar Computersimulationen heute gemacht. Du kannst die so eine Typberatung. Also das hier wäre jetzt wirklich, dass du auch vom Haarstil und nasses mäßig aussiehst. Also das wäre jetzt der Onassis-Style. Das ist die Onassis-Frisur? Ja, doch. Kommt so hin, denke ich. Ja, das sieht doch aus, als würde ich so eine Haube tragen und die Haare drunter gefärbt. Oder? Nee, gefärbt wären die so. Das wäre jetzt hier mal so die Alternative. Sieht ein bisschen kränklich aus. Also würde ich jetzt nein, aber das sieht ja so aus, als ob sie dir gerade das vierte Drehbuch hier in Köln abgelehnt haben, oder? Da sitzt du dann so morgens hier im Café und hast so einen Stapel und sagst, irgendwie, kenn jetzt also... Jürgen Vogel würde es erstmal umsonst spielen, okay. Je nachdem, ob der Film... Also du willst eher was Volkstümliches haben. Nein, ich also will hier, gar nichts, was soll... Aber es gefällt mir als Frisur eigentlich toll, muss ich sagen. Ja. Aber ich würde es jetzt nicht ständig haben wollen, aber es hat was. Ja, es kommt auch wieder. Es ist im Stil, glaube ich, der 3er- und 4er Jahre, so einen Fukuhila wieder zu haben. Was heißt der 3er- und 4er Jahre? Ja, also 2003 und 2004. Spricht man da jetzt schon von den 3er- und 4er Jahren? Ja. Könnte man. Ja. Dann, das ist halt den Klassiker, den hattest du ja schon mal. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, nicht so was. Das ist, naja. Ja, oder hier was Freches, halt so mit Mittelscheitel. Na ja, gut, ich sehe schon. Nee, das soll das Ergebnis sein? Okay. Soll ich so mir die Haare schneiden lassen? Nein. 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 Zum Thema Haare, das also ist ganz... Also kurze Haare. Ja, das ist natürlich mit dieser Brille, das gefällt mir eigentlich nicht schlecht. Weißt du? Mit sowas sitzt du dann eigentlich in der NDR-Talkshow und jammerst, dass früher die Unterhaltung besser war. Oder? Das macht dich aber natürlich noch älter, ne?
Ja, ist das jetzt das Neueste mit diesem Na, Alt? Okay, gut, ich höre auf. Ich höre auf. Es ist okay. Jetzt kommt jeden Abend, bin ich zu alt für diese Show? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja, also das ist, also beschäftigt dich das jetzt, dass ich zu alt sein könnte? Du bist nicht so alt, aber deine Frisur macht dich zu alt. Was heißt zu alt? Wofür zu alt? Zu alt für dein gelebtes Alter. Es geht nicht um das gelebte Alter, sondern es geht um das noch zu lebende Alter. Es geht um das gefühlte Alter. Ja? Ich weiß, du fühlst dich immer wie 55. Ganz genau. Ja, genau. Ja, ich sehe mit großer Begeisterung, dass du alle Interviews von mir auswendig gelernt hast. Ja. Vielleicht sollte ich eine Publikumsumfrage machen, welche Frisur gewünscht wird, oder? Soll ich das machen? Ja. Das überzeugt mich. Und dazu kann ich Ihnen ein wichtiges Geheimnis verraten. Ja? Auch für alle, die jung sind und in diesem Beruf wollen. Wenn Sie in diesem Beruf über längeren Zeitraum erfolgreich tätig sein wollen, ja, dann dürfen Sie sich nie, gar nie, zu keiner Sekunde dem Druck des Pöbels beugen. Wirklich? Ja. Damit sind doch nicht Sie gemeint. Für alle, die zu Hause noch einmal sich informieren wollen, 2500 Euro ohne Gläser hat meine maßgefertigte Schildpattbrille aus Paris gekostet. Heute wird sie angepasst nach der Rekordfertigungszeit von nur 5 Monaten, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, Christian Bonnet. Madame, wir haben uns schon gesehen heute. Peut-être aujourd'hui je vais montrer un peu plus d'émotion comme d'hier. Très bien. Ja? Ja. Soll ich dich übersetzen auf Deutsch? Nee. Nein, heute noch emotionaler als gestern. Ja, es ist, glaube ich, wichtiger, dass du mich nachher auf Französisch übersetzt. Ja, ja. Ja. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je vais... Non. Non. Non, pas tout à fait. Mais vous avez... Presque. Je vais ajuster vos montures derrière vos oreilles. Er wird deine Ohren an die Brille anpassen. Die Brille an die Ohren anpassen. Ja, ja, aber nach Maße, ganz genau für deine Gesichter. Ja, warum sagt das nicht so, deine Gesichter? Für deine hübsche Gesicht. S'il vous plaît. Boah. Jetzt mit Gläsern, avec le verre maintenant. Oui. Ouais. Voilà. Vraiment beaucoup. Merci. Ich finde, diese Brille macht mich offener. Oder sie sieht nicht so abwehrend aus. Kannst du es übersetzen? Qu'il fait plus ouvert quand il a ses lunettes que quand il a les lunettes normales. Plus méditerranéen. Plus méditerranéen. Oui. Und sie sitzt natürlich absolut perfekt. Il voit parfaitement. Oui, weil es Maß genommen ist nach. War es schwierig für mein Gesicht? Est-ce que c'était difficile pour son visage de travailler sur son visage? Non, 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 c'était pas difficile, non. Il a fallu modifier différentes choses parce que le visage de M. Schmidt n'a rien à voir avec celui de M. Onassis. Er sollte vieles ändern, weil dein Gesicht ist nicht so wie der Gesicht von M. Onassis. Ja. Voilà. Par exemple, pour être un petit peu technique... Zum Beispiel, um ein bisschen technisch zu sein, da habe ich ein Problem. M. Onassis avait une racine de nez très haut perchée. Oh, die Absatz von die Nase? Oui, er hat eine Aubergine als Nase? Nein. No. Die Quelle von die Nase. Die Nasenwurzel. Die Wurzel von die Nase. Bei Herrn Onassis. Bei Monsieur Onassis war höher als deine. Deine ist tiefer. Ja. Ja? Monsieur Schmidt est plus bas que Monsieur Onassis. Tout à fait. C'est ça, oui. Yeah. Tout à fait. Et Monsieur Onassis ne supportait pas
de monture posée ici. Ah, und Monsieur Onassis könnte keine Brille, die da sitzen, ertragen. Aha. Et où c'est qu'il fallait qu'elle soit? Donc, elles étaient posées uniquement sur le côté et ici, elles étaient ouvertes, ce qu'on appelle un nez clé. So, wollte nicht, dass seine Brille da stecken bleiben, sondern da an die Ecke. So, da sollte das Gewicht sein. Ja. Und Tor, das muss ein bisschen frei sein. Das sollte ein bisschen frei sein. Das waren ja nochmal Sonderwünsche. Voilà. Ja. Très, très, très speziell, ja. Monsieur Onassis. Voilà. Ich glaube, dass seine Enkelin das gar nicht weiß. Ich pense que sa petite fille n'est pas au courant de ça. Bon. Vous connaissez la petite fille de Monsieur Onassis? Personnellement, non. 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 Wozu brauchen wir jetzt die Kerze? Pourquoi avons-nous besoin de cette bougie? Alors pour réchauffer la matière, das Stoff warm zu machen, ja. Voilà, l'attendrir et pouvoir la positionner à l'angle de votre oreille. Aha. Sie weich zu machen, ja. Und können Sie, voilà. Und man muss sie ein bisschen biegen und so. Ist das biegen? Noch, ist das noch nötig für die Brille? Weil ich glaube, sie sitzt perfekt. Il demande si c'est encore nécessaire parce qu'il a l'impression que c'est parfait. Non, un tout petit peu à retoucher et sur le rocher aussi derrière. Ah, mais das ist nicht okay. Man muss ein klein bisschen noch machen. Hallo? Allez-y, monsieur. Oui, s'il vous plaît. D'accord? Oui. Es hat auch ein bisschen was von Wischnewski, oder? Der Ben. Si vous permettez. Pouvez-vous le lever? Vielleicht bietet man mir auch den internationalen Frühschoppen an. Politik im Iran. Je veux? Pardon. Also. Voilà. Un tout petit peu de chaque oui. côté. Pour l'instant, elle ne vous sert pas trop ici. Non. À cet endroit. Non. Du tout. Très bien. Voilà. Das muss ich sehen. N'ayez pas peur. Je ne vais pas la brûler. La matière est fraîche encore. Die, donc elle va se réchauffer das facilement. Das Stoff ist noch frisch. Ja. So, sie wird sich weich machen, einfach weich machen. Erstaunlich bei Material, das so lange im Keller gelegen hat. Ah, ça y est, ça bouge. Das bewegt sich ein bisschen schon. Voilà. Genau. Voilà. Ouh. Non. Toi. Si je refroidis la matière immédiatement pour qu'elle mémorise sa position. Oh. Et qu'elle ne bouge plus comme ça. Das ist interessant. Macht, non, ja, macht die Stoff kalt, ja. Dass diese Stoff speichert, dass sie so bleiben muss. Mémoriser. Sie muss speichern. Der Stoff? Ja. Voilà. Die Brille kann denken? Offensichtlich. Ja, es ist lebendig. Du weißt, dass dieser Stoff, diese Schildpatte, ja. Ist lebendig. Ja. Enfin, ja. Ja, ich verstehe schon. Es ist ja wie Haut. Ja, genau. Avec une lunette wie, oder en... wie, ah. Pardon? Oui. Avec une lunette en plastique, on ne pourrait pas la chauffer de cette manière. Ja, elle brûlerait très vite. Ja, das ist wichtig, ja, für Sie zu Hause. Ja. Brille, das nicht, dass Sie mit Ihrer Plastikbrille auch nee. Versuchen heute Abend. Nee. Schade, weil meine sind ein bisschen so. Schade, dass er nicht das machen kann für meine, weil sie sind auch ein bisschen so. Guck mal, wenn sie ja. Richtig wäre, das sollte so sein. So, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, aber du kannst es doch beim Optiker korrigieren lassen, oder? Nee, ich oder glaube geht nicht. Das nicht. Es ist keine nach Maß, es ist prêt-à-porter. Prêt-à-porter, oui. Ça, c'est das ist der kleine Unterschied. Oui. Tout ceci est coquillé à chaud. Ja. De la même manière. Das ist warm verarbeitet. Die Coque. Côté. Top. Là. On recette. Là. Vous sentez derrière? Oui. Attendez tout de oui, suite. Oui, oui. Ja, das ist toll. Ich hatte noch kannst nie eine Brille, die so gepasst hat. Kannst du die Unterschied ja. spüren? Spüren. Est-ce qu'ici, ça ne sert pas un petit peu trop, ce côté? Ist es nicht ein bisschen zu eng, zu vergleichen zu der anderen? Vous avez l'impression, c'est trop? Non, je suis juste au ras de votre oreille. Mais il ne faut pas que vous sentiez
que ça vous sert un tout petit peu, parce qu'au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, ça deviendrait insupportable. Oui. Donc il faut un tout petit peu de marge. Du musst nicht fühlen, dass das ein bisschen zu eng ist, weil wenn du eine Viertelstunde warten, das wird nicht mehr zu ertragen sein. So, das muss eine kleine... Also vielleicht ein kleines bisschen weiter. Voilà. Faut qu'il se sente bien, tout de suite avec la monture tenue, voilà. Mais pas gêné à quelque endroit que ce soit. Ouais, comme les chaussures un peu. Voilà. So, was meinst du? Ist es ein kleines bisschen zu eng, wenn das dann... Kriegt ihr nicht mehr vom Kopf oder wie? Nein. Peut-être que nur diese Seite oder die andere? Nur diese, nur diese. Alors, peut-être que de ce côté, er findet auch. C'est un petit peu trop serré. Il me semblait aussi. Oui. Er hat auch diese Gefühle. Das Ohr stand auch ab, das hat man gesehen. Ja. Dieses stand ab? Das stand ab, ja. Da müsste neu eingeleuchtet werden im Studio, wenn das Ohr absteht. Ja, eben. Es wirft Schatten auf die Gäste. Ja, natürlich. Und jetzt muss das Stoff nochmal speichern. Ja, das kann das. Ja, finde ich. Faszinierend. Alors j'utilise une bougie pour chauffer comme ça, c'est pas parce qu'on est dans un studio. En mon atelier aussi, j'ai une petite flamme jaune comme ça au gaz. C'est parce que la flamme est très très douce, elle ne brûle pas. D'accord. Elle réchauffe très doucement la matière, sans risquer de l'agresser. Ok, es ist eine Aggressionfrage. Yeah. Warum er diese kleine Kerze benutzt? Weil es ist, diese Flamme ist weicher als eine künstliche Flamme. Als eine Gasflamme, die er im Atelier. Gleiche, er hat auch das in seinem Atelier. C'est parfait. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était tout? C'est fini. Alors, merci, à la prochaine et merci. Bon voyage. Merci. Monsieur Christian Bonnet, meine Damen und Herren. Aber es ist wirklich sensationell, wie perfekt so eine Brille sitzt, die Maß angepasst wurde. Man sieht dir das auch an, dass sie toll sitzt. Warum? Ja, weil das nicht so eine Blablabla, also man sieht, dass die... Ja, ist die Brille jetzt auch? Nein, auch die ist toll. Ich sag doch die ganze Zeit, die ist toll. Und einen großen Vorteil hat die Brille, sie macht mich 10 Jahre jünger. Ja. Und ich finde, es würde mich nicht wundern, wenn die ARD mich heute noch anruft, ja, bitte melden Sie sich bei Herrn Plog, egal wann, wir möchten den internationalen Frühshop mit Ihnen wieder beleben. Mit 6 Journalisten aus 5 Ländern, aus Amerika, Jack Miller, viele Jahre für das Wall Street Journal geschrieben, Saddam Hussein, könnte, sollte, müsste, dürfte der Westen reagieren. Weißt du, das hat auch so irgendwie so eine Kommentatoren- Ausstrahlung, oder? Ja, ja. Es wirkt alles gleich 200% seriöser, finde ich. Meine Damen und Herren, mit Deutschland geht es aufwärts. Noch 4 Arbeitslose heute Mittag. Und die Bundesregierung hat heute Nachmittag beschlossen, ein Bürgergeld auszuzahlen an jede deutsche Staatsbürger und jeden deutschen Staatsbürger, egal ob sie arbeiten oder nicht, in Höhe von 5.000 Euro pro Monat. Das kommt doch irgendwie, oder? Ja? Aber natürlich kann ich diese Brille nur aufsetzen, wenn es besonders onassiseske Meldungen zu aristotelischer Weisheit sozusagen zu verkünden gibt. Ja? Ja, die Reservebrille. Ja, die Reservebrille und dieses sympathische Wackelgestell, das setze ich sonst für die Sendungen auf. Du hast aber doch auch noch andere Brillen, oder? Aber es ist immer dasselbe Modell. Ehrlich? Ja, es ist immer dasselbe Modell. Dieses Modell brauche ich, weil dieses Modell immer leicht wackelt und von mir nach oben geschoben werden kann. Ja? Womit wir etwa 30% der Show bestreiten. Wenn Sie die Zeit zusammenzählen, ja, pro Show, in der ich die Brille hochschiebe, ja, wenn wir das mit irgendwelchen Gags füllen müssten, ja, dann sähe es bei uns aus wie bei irgendwelchen Comedy-Shows wie bei RTL oder so weiter. Ja. Wo man sagt, ja, schön, aber wo genau ist jetzt da der Witz, im weitesten Sinn. Ja? Stattdessen machen wir so. Ja? Das ist nichts anderes als ein Korrigieren des Sitzes der Brille. Darüber wird aber interpretiert. Genau. Was könnte das bedeuten? Ist das manisch? Ist das kultisch? Ist das affektiert? Nein, die Brille wackelt. Liebe Volontäre,
die Artikel könnt ihr euch in Zukunft sparen. Die Brille wackelt einfach. Versteht ihr? Weil da geht natürlich schon viel drauf. Die fällt mal runter. Man kommt beim Rasieren mit dem Pinsel drauf und so weiter. Oder man wirft sie einfach nachlässig so abends weg, wenn man schlafen torkelt. Geht. Wenn man schlafen trottelt, geht? Torkelt. Ein Verb. Torkeln. Du torkelst in den Schlaf. Oder schlaftorkelnd. Nein, wenn man in den Schlaf, wenn man zu Bett torkelt. Ach so. Bist du dann betrunken oder bist du müde? Nein, ich habe meine Show gesehen und bin begeistert. Da fällt mir ein, das kann ja gar nicht sein, weil ich ja um 8 schlafen gehe nach 2 Tassen Melissentee. Wir müssen das mal ein bisschen aufschreiben, was ich alles so in den Interviews sage, damit das in etwa in Einklang zu bringen ist mit dem, was ich hier sage. Finde ich auch, ja. Weil sonst irgendwann heißt es, der lügt. Oder der erzählt jedem, was er gerade hören will. Oder der weiß ja morgens nicht mehr, was er abends gesagt hat. Dass man eine Buchführung hat, oder? Ja, wir wollten noch einen Zuschauerservice. Deswegen juckelst du so mit deinen Beinchen rum. Ich weiß. Ja. Ja. Siehst du immer, nur weil ich aussehe wie 70, musst du dich noch nicht bewegen wie ein Zweijähriger. Oder? So unglaublich. Ich mache jetzt hier mit Onassis Brille. Das ist aber. Du beobachtest also immer, wie ich unterm Tisch mit den Beinen. Ja, ja, klar. Dann brauche ich also überhaupt gar keine Zeichen mehr zu geben. Wenn du mal aufhören sollst mit dem Quatsch und weitermachen, guckst du einfach doch, nur auf meine Beine. Doch, weil das entspannt mich sozusagen. Je hektischer du wirst, desto cooler werde ich. Es hat auch ein bisschen was von Yves Saint Laurent, oder? Ja, absolut. Hier von der Seite. Ich könnte überhaupt nicht sein, Yves Saint Laurent, oder? Ich glaube, für Köln reicht das. Ja, klar. Oder? Hier irgendwo reingehen in ein Brauhaus, 2 arbeitslose Komiker umarmen und so weiter. Und so. Damit müsste man über die Woche kommen. Ja? Ist arbeitsloser Komiker ein Pleonasmus? Nein. Eine Tautologie? Nein. So, Schluss jetzt mit dem Bildungsgeprotze. Es ist folgendes, Sie kennen das ja, Sie kommen von weit her und viele lauern mir hinterher noch auf, am Bühnenausgang sozusagen, um ein Autogramm zu holen oder Fotos machen zu lassen. Für mich ist es natürlich ziemlich anstrengend, wenn sozusagen mit dem Ende der Show endet auch meine aufgesetzte gute Laune. Das heißt, ich möchte eigentlich nach Hause und man will im Grunde von der Kundschaft nicht mehr belästigt werden. Ich habe mich verausgabt, Sie haben die Show gehabt, was soll es? Und dieses ölige in der Kälte rumstehen von mir, ja, mit, ja komm mal her und wo kommt ihr her? Nein, extra aus Gütersloh, ist ja der Wahnsinn, Foto, ja klar. Dann legt man so irgendwie auf füllige Minderjährige die Arme. Und nie, man steht in der Kälte. Nie. Wirklich nie funktioniert der Fotoapparat. Deswegen machen wir das jetzt anders. Hier, meine Damen und Herren, sehen Sie eine Figur. Lass Sie nicht täuschen. Im Gegensatz zu mir hat diese Figur für den Umarmten echte Emotionen. Ja? Wer jetzt ein Foto haben möchte, kann hierher kommen, hält den Kopf dadurch und ich mache das Bild. Das heißt genau derselbe Eindruck. Wer möchte dieses Foto haben, statt nachher in der Kälte rumzustehen? Die Dame hier? Ja. Geht's? Ich kann sie ja schon mal knipsen, während sie runterkommen. Ja. Hallo, wie heißen Sie? Bärbel Bär aus Paderborn. Aus Paderborn, das ist eine schöne Stadt. Ja. Ja, da war ich schon öfter im Kabarett. Ja, so, einmal durchgucken. Hatten Sie mal was mit Rüdiger Hoffmann? Nein. So, bitteschön, Sie haben 2 Bilder. Und? Dankeschön. Zappelman, haben wir noch Zeit? Einen haben wir noch. Ja, die Dame mit der Brille. Sie, ja. Sie haben doch eine Brille, oder? Ja. Kommen Sie auch aus Paderborn? Nein, aus Lohne. Ist das auch in Westfalen? Nein, es ist in Niedersachsen. Ah, wählen Sie am Sonntag? Ja, und wir haben schon gewählt. Sie haben Briefwahl? Ja. Wen? Sagen wir so, haben Sie den Sieger gewählt? Ich hoffe. Ja. Aus Lohne, wo denn in Niedersachsen? Das ist zwischen Oldenburg und Osnabrück. Ah ja, ist das Weserbergland? Nein. Nee. So, das ist toll geworden. Ist ihr was geworden? Ja. So, das ist für Sie. Das haben wir jetzt, müssen wir Schluss machen. Ja. Okay. Danke. Wenn Sie wollen, schreibe ich nachher gerne eine Widmung drauf, kommen Sie einfach nach hinten. Ja? Dankeschön fürs Zuschauen. Gute Nacht. Tschüss.
Ja.